Wenigstens mitreden, wenn schon kaum beteiligt. Was mir immer wieder auffällt und was natürlich in einem Zeitalter einer Medienpräsenz, einer sozialen Netzwerkspräsenz und all dem sehr typisch ist, ist, dass jeder seinen Senf zu etwas gibt oder jeder etwas sagt zu etwas. Und das ist ja etwas sehr Wichtiges, denn wir wollen ja alle beteiligt sein. Und wir wollen mitreden. Wir wollen Ahnung haben. Wir wollen Stellung nehmen. Und dann fällt natürlich auf, dass viele Menschen Stellung zu etwas nehmen, zum Beispiel auch Journalisten immer wieder. Es fällt mir bei Journalisten auch immer wieder auf, von dem sie keine Ahnung haben und dann darüber berichten und sagen so, das taugt was oder das taugt nichts. Und dann kommt eben die berühmte Bewertung, die wir immer wieder machen als Menschen. Und dann hat man eben Stellung genommen. Dann hat man seine Meinung geäußert. Und auf diese Art und Weise hat man mitgeredet. Also ist Beteiligte oder Beteiligter einer wie auch immer gearteten Sache. Und dieses Mitreden bedeutet, wir haben tatsächlich eine Auffassung, die dann als Betreffende eine Auffassung zu etwas, die uns wichtig ist. Aber trifft es dann tatsächlich auch den Kern der Dinge, bei denen wir mitreden müssen und geradezu einen Zwang haben, unsere Meinung dazu zu äußern? Das ist ja das, was dann in den Kommentaren der Dinge immer wieder entsteht. Jeder gibt seinen Kommentar dazu ab. Und das ist, wie gesagt, sehr wichtig, gerade jetzt auch für eine Demokratie oder für die Bildung einer Demokratie. Aber es ist doch eigentlich so eine Sache, wo man nicht wirklich beteiligt ist an Entscheidungsprozessen, an Produktionsprozessen, an Auseinandersetzungen, an den tiefen Ebenen der Dinge, warum die Dinge sind. Und dann denkst du dir so, ja, mein Gott, die haben ja wenig Ahnung davon, von der Sache irgendwo. Und sie haben aber mitgeredet, sie haben ihre Meinung geäußert. Und dann frage ich mich oft, wohin führt das dann letztendlich, dass die Leute dann zufriedengestellt sind? In dem Fall fällt mir so eine Sache ein, als man meinetwegen mal einen Flughafen oder eine Startbahn gebaut hat. Ich glaube, es war ein Frankfurter Flughafen. Und dann wollte man natürlich keine Bürgerproteste unbedingt haben, sondern dann hat man sich politisch und administrativ dazu entschlossen, solche Foren einzurichten, solche runden Tische einzurichten, wo man jetzt die Leute einlädt, dass sie mitreden können und dass sie sich da auseinandersetzen können mit der Sache. Aber diese Tische oder wie es auch immer genannt wurde, blieben dann letztendlich so stehen. Nicht, man hat etwas eingerichtet, auch Aufarbeitungsgruppen oder was wir auch immer wieder sehen. Man hat ein Gremium eingerichtet, wo geredet wird und wo man sich scheinbar auseinandersetzt, aber die Entscheidungen, die tatsächlichen Entscheidungen nicht getroffen werden, also die Menschen eigentlich beruhigt. So dass eben jeder, wenn jeder mitreden kann, seine Meinung äußern kann, dieser Mensch dann beruhigt ist, weil er mitreden konnte und seine Meinung kundgetan hat. Und damit ist es gut. Aber er ist dann nicht unbedingt, und das ist ja auch wichtig, nicht Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger für etwas, sondern einfach nur jemand, der einfach mitredet und dadurch zufriedengestellt ist. Und das frustriert viele Menschen, vielleicht auch zunehmend, wo sie sagen, ja, ich möchte nicht nur reden und ins Leere reden oder in immer größere Speicherclouds reden, wo das dann gespeichert ist und dann bin ich dadurch zufrieden, sondern das führt ja meistens zu gar nichts oder führt es zu etwas. Natürlich sind es, wie gesagt, demokratische Prozesse, an denen wir ja eigentlich alle beteiligt sind und sein sollten. Und auf diese Art und Weise vielleicht Demokratie funktioniert. Ich sage vielleicht, ich bin mir da auch nicht so sicher, ob das die Sache ist, die wichtig ist. Dass jeder seine Meinungsäußerung hat, ist ja etwas ganz Wichtiges und davon lebe ich ja auch hier in diesem Kanal, ganz klar. Aber wenn es nur ein Mitreden ist, das dann mehr oder minder ernst genommen wird oder meistens eben nicht ernst genommen wird, dann ist doch die Frage, was geschieht daraus? Und das ist so ein Gedankenanstoß, der mir an diesem Sonntagvormittag wichtig ist.